Hallo Freunde des Films, willkommen zu DVD-Kritik, meinem weiteren Trailer-Check. Und zwar zu einem Film mit unter anderem Keanu Reeves in der Hauptrolle, der hier aber selbst Regie führt auch. Und damit werfen wir einen Blick auf den deutschen Trailer von Man of Tai Chi. Würdest du gerne testen, wie gut du bist, Tiger? Oder werden könntest? Keine Kampfrichter. Keine Regeln. Purer Kampf. Ich mache Tai Chi nicht für Geld. Das ist unehrenhaft. Wir wollen erleben, wie ein gläubiger Mann des Tai Chi zu einem Killer wird. Er meinte, das wäre nur eine einfache Prügelei. Aber das ist mehr. Töte oder werde getötet, Tiger. Das ist das, was ich will. Er findet Gefallen. Wieso gewinnst du? Weil ich der Beste bin. Bring's zu Ende! Ich bin nicht hier, um zu töten. Du schuldest mir ein Leben. Finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so interessant, den Trailer. Und erinnert auch sehr an Arena, der mit Samuel Jackson und Cillian Lanz vor ungefähr 2 Jahren in den deutschen Kinos lief oder damals sogar eine Direct-to-DVD-Veröffentlichung war. Damals ging es auch um die Geschichte von einem Showmacher, der Kämpfe aufzeichnet und diesen in alle Welt verkauft. Und so ähnlich ist es eben bei Man of Tai Chi. Denn in Man of Tai Chi, den uns Universal Pictures voraussichtlich ab dem 13. März 2014 in die deutschen Kinos bringen wird, wird die Geschichte von Chen erzählt. Er ist ein Schüler des Tai Chi, ein ganz begabter Kämpfer, macht durch ein Turnier aufmerksam auf sich und wird eben von einem Mann namens Dokata oder Donaka heißt er, aufgefordert oder ihm zumindest die Chance offeriert, in einer ganz besonderen Schule oder an einem ganz besonderen Ort weiter zu lernen. Aber Chen lehnt das Ganze ab, bis er in finanzielle Not kommt, an der er nicht unbedingt selber schuld ist, muss er dann doch irgendwann diese neue Arena annehmen, dort Kämpfe führen, die immer brutaler, immer bösartiger werden, gegen immer stärkere Gegner, aber eben dieser Mann, Donaka, der ihm dieses Angebot gemacht hat, in Wirklichkeit diese Kämpfe aufzeichnet, in alle Welt verkauft und da im Grunde Fernsehen und Entertainment draus macht. Und da hat man so eine Grundthematik zwischen was darf Fernsehen und Werte und dazu die Brutalität eines solchen Films, der mindestens mit FSK 16 daherkommen wird, wo vielleicht der ein oder andere Mixed Martial Arts Fan sagt, okay, geile Choreos, aber ansonsten frage ich mich wirklich, kann so ein Film sich tragen über 100 Minuten, denn der Film kommt mit 105 Minuten daher, ich glaube eher nicht. Ich finde es auch merkwürdig, dass Keanu Reeves Regie bei wieder einem Kampffilm mehr führt, denn auch kürzlich mit 47 Ronin fand ich persönlich, war das ein Griff ins Klo und deswegen bin ich durchaus skeptisch, auch der Titel des Films Man of Tai Chi, jetzt nicht der absolute Hammer, aber wie dem auch sei, was sagt ihr zum Trailer? Ähnlich, in Anführungszeichen, verschreckt von dem Trailer wie ich oder sagt ihr, wow, nein, ich finde den eigentlich voll cool, wie kannst du nur sowas sagen, Robert? Schreibt es gerne in die Kommentare, denn ich bin durch mit meinem Trailer-Check. Lasst gerne einen Daumen da, wenn ihr diesen mochtet, lasst es bleiben, wenn nicht. Ansonsten gibt es hier noch ein paar Kinokritiken, Twitter und Facebook oder Abo-Buttons. Morgen um 15 Uhr, aber spätestens ein neues Video und bis dahin hoffe ich, ihr seid morgen wieder mit dabei, natürlich um 3 Uhr.